Die ganze Welt spricht von den großen Tech-Konzernen und ihrer Rallye, Amazon, Google, wie sie alle heißen, Apple. Das sind ja die Top-Werte, die die Aktienindizes in den USA insgesamt mit nach oben gezogen haben. Aber hinter den Kulissen, da findet ein Kampf zwischen den beiden Supermächten USA und China auch in Sachen Aktienmärkte statt. Denn China hat offenkundig jetzt den Schalter umgelegt und sagt, wir wollen höhere Aktienmärkte haben, denn das ist ein Zeichen der Stärke. Da hat man so ein bisschen von Trump gelernt, der ja immer gezeigt hat, wie gut es der US-Wirtschaft gehen muss. Das war vor der Corona-Krise, wie gut es der US-Wirtschaft gehen muss angesichts der Indexstände in den USA, vor allem der Dow Jones. Inzwischen bezieht er sich immer mehr auf den Nasdaq in seinen Tweets. Wenn der ein Allzeithoch erreicht, dann ist ein Tweet von Donald Trump ist sicher. Aber wenn wir uns mal anschauen, was China da veranstaltet, da hat man eine landesweite Radiokampagne gestartet und den Chinesen gesagt, holt eure Gelder aus dem Ausland, vor allem aus den USA, und kurbelt damit die einheimischen Märkte an. Und wir sehen erste Resultate, vor allem seit Anfang Juli, wie wir gleich in Charts dann auch sehen werden, geht es da massiv nach oben mit Chinas Aktienmärkten. Und im Vergleich zum Vorjahr, also genau vor einem Jahr, wäre jetzt in Dollar der chinesische Aktienmarkt der am besten laufende in der ganzen Welt. Nun kann man sagen, okay, die Chinesen hatten eine Corona-Krise und die ist dann relativ schnell eingedämmt, während andere Länder, vor allem die USA, ja das eine oder andere Problemchen in dieser Frage noch haben, wenngleich die Aktienmärkte der USA das so ein bisschen ignorieren. Insgesamt wollen die USA ja die Aktienmärkte stützen in Gestalt der Fed, in Gestalt der US-Politik, damit sozusagen auch hier kein Eindruck der Schwäche entsteht, erstens, und zweitens, weil einfach zu viel dranhängt, zu viel Wohlstand dranhängt. Pensionskassen etc., Renten, all das hängt ja ein Stück weit dran. Also wir sehen, die USA sind da nur um und bei an sechster, siebter Stelle, was die Aktienmärkte betrifft, sogar hinter dem Hang Seng, und also dem Hongkonger Index, und das will ja was heißen angesichts der Umstände dort. Und China braucht auch dieses Kapital, wie diese Grafik zeigt, denn wir haben Rekordabflüsse von ausländischem Kapital von Chinas Märkten. Dementsprechend will man das offenkundig ersetzen, eben durch innerchinesisches Kapital, hier Kapital anlocken, indem man eben Propaganda betreibt. Und das hat ja gut funktioniert, die Aktienmärkte in China auch heute wieder positiv gewesen nach der Monster Rally am Vortag. Aber die Amerikaner, die schlafen nicht, und wir sehen, dass jetzt seit 2009 insgesamt der S&P 500 368% hinzugewonnen hat. Nun sind die Gewinne im Vergleich zu 2009 aber nur um 93% gestiegen und die Umsätze nur um 50%. Also wir haben hier ein bisschen, wie diese Grafik sagt, overpaying for value. Man zahlt also ein bisschen zu viel für Value. Und wenn wir uns mal anschauen, die Analysteneinstufungen der Aktien in den USA, hier werden 4.644 Aktien erfasst. Davon sind 4.281 Kaufempfehlungen, halten nur 225 und verkaufen nur 138. Also es muss eine bombige Wirtschaft und ein bombiger Aktienmarkt sein, der solche Analysteneinstufungen rechtfertigt. Und es sind vor allem derzeit eben Information Technology, dieser Sektor im S&P, es gibt ja 11 Sektoren, Information Technology ist einer. Da zählt eine Apple dazu, eine Google dazu, und noch besser gelaufen ist Consumer Discretionary, also Dinge des Bedarfs, Konsumartikel, wenn man so will. Und hier ist Amazon praktisch die Monster-Aktie. Und die Rallye in Amazon hat dazu geführt, dass wir jetzt ein Kursgewinnverhältnis in diesem Sektor von knapp 38 haben. Im Informationssektor ist es knapp 30, also auch sehr, sehr günstig. Es sind die wenigen Aktien, ich hatte das immer wieder gesagt, sorry, wenn ich das immer wieder betone, aber es gehört eben irgendwie zur Abbildung der Realität dazu. Ich habe hier ja ein Pflaster, wie Sie wissen, das ist ein Trostpflaster für die Bären. Jedenfalls sehen wir, dass die 10 besten Aktien für 90% des Kursanstieges gesorgt haben, des Nasdaq, 16% ist der zum Vorjahr gestiegen, und die besten 5 Aktien alleine 73% dieses Anstiegs ausgemacht haben. Also wir haben diese Tech-Dominanz. Das alles vor dem Hintergrund einer jetzt wieder sich abschwächenden US-Wirtschaft. Wir sehen zum Beispiel Employment, also Beschäftigung bei Small Businesses, bei kleinen US-Firmen. Da sehen wir, dass dieser Aufwärtstrend gebrochen wurde. Man kann sehr, sehr viele Grafiken zeigen, die klar machen, dass ab Mitte, Ende Juni hier die Dinge ein bisschen reißen. Davor gab es eine Erholung, aber dann kam eben diese massive Welle von Corona-Fällen, vor allem im Süden der USA. Bars müssen wieder schließen, Restaurants müssen schließen. Das sind Small Businesses, und wir sehen auch, dass der Retail-Traffic
dass also die Verkehrsbewegungen wieder abnehmen, das zeigte, dass da offenkundig die Leute wieder vorsichtiger werden und das hat natürlich wirtschaftliche Auswirkungen, die nicht unerheblich sind. Wir sehen, oder wir haben ja gesehen, wunderbare Arbeitsmarktstatistiken, die Non-Farm Payrolls aus den USA, die immer besser ausfallen als erwartet. Arbeitslosigkeit angeblich nur knapp über 11%. Wenn wir aber die Leute dazu zählen, die entweder Teilzeit beschäftigt sind, aber gerne Vollzeit beschäftigt wären, oder die überhaupt gar nicht als arbeitssuchend gezählt werden, weil sie sozusagen eigentlich gerne arbeiten würden, aber denken, das bringt nichts, ich kriege doch keinen Job, dann wären wir bei einer Arbeitslosenquote von 22,3% derzeit. Im April waren wir nach dieser Grafik sogar bei 31,6%, als eben der Lockdown da war. Corona-Krise, Corona ist nach wie vor natürlich ein Thema in den USA. Donald Trump heute mit einem interessanten Tweet, wo er sagte, ja, die Todesrate, die kollabiert ja geradezu. Wir haben die niedrigste Todesrate in der ganzen Welt. Da habe ich mir gedacht, jetzt machst du mal einen Faktencheck zur Freude der Trump-Anhänger. Und siehe da, stimmt nicht ganz. Die USA haben von 20 Ländern, die am stärksten betroffen sind vom Coronavirus, die sechsthöchste oder siebthöchste Zahl an Mortalitätsrate oder prozentuell derjenigen, die dann auch versterben. In letzter Zeit ist der Wert vor allem zurückgegangen, weil eben immer mehr Junge erkranken und die sterben einfach weniger. Das ist der Unterschied. Wir haben in dieser Grafik auch Brasilien gesehen. Jetzt ist es offiziell Bolsonaro. Ich hatte das heute im Video heute Morgen schon angedeutet. Da gab es Gerüchte und Meldungen. Jetzt ist es klar, er hat den Coronavirus. Er nimmt jetzt die Dinge, die Trump empfohlen hat, als Gegenmittel. Viel Erfolg damit. Und wir sehen, dass hier insgesamt in den USA jetzt mehr als 80% der Bevölkerung in Bundesländern lebt, deren Zahl, deren Coronavirus-Zahlen ansteigen. Das wird durchaus nicht ohne Folgen bleiben, eben wie gesagt für die Wirtschaft. Das werden wir dann in den Daten der Zukunft sehen, dass hier Abschwächungen erkennbar sind, eben weil diese Corona-Krise in den USA nicht vorbeigeht, sondern sich tendenziell sogar eher verschlechtert. Hier mal ein super interessanter Vergleich zwischen der spanischen Grippe, ja 1918, 19 etc. Da sehen wir, dass damals vor allem junge Menschen gestorben sind. Die haben damals noch diejenigen, nämlich zwischen 15 und 44 Jahre, die waren damals 64% der Bevölkerung. Inzwischen sind die nur noch deutlich weniger, nämlich fast 40%. Also man sieht hier, die Demografie schlägt zu. Aber da in dieser Altersgruppe damals die mit Abstand stärkste Mortalität, da sind wahnsinnig viele Menschen gestorben, zum Beispiel der Maler Egon Schiele in Wien, viele, viele andere auch. Und jetzt sehen wir eben rechte Grafik hier, aus meiner Sicht bei Ihnen glaube ich auch rechts, ich weiß es nicht, ihr müsst spiegelverkehrt denken. Jedenfalls sehen wir, dass es natürlich hier die Alten sind, die vorwiegend sterben und nicht die Jungen. Das heißt, dieses Virus ist nicht so schlimm sozusagen aus demografischer Sicht. Natürlich ist jeder Tote einer zu viel, das ist gar keine Frage. Aber aus demografischer Sicht könnte man als Zyniker argumentieren, deutlich besser. Aber schauen wir uns noch ein paar Sachen aus der Eurozone an hier oder aus Europa insgesamt. Hier sehen wir, dass die EU-Kommission jetzt die BIP-Projektion deutlich nach unten genommen hat. Nochmal von -7,7% für 2020 auf -8,7% und vor allem betroffen Italien mit -11,1%. Wurde nochmal nach unten gesetzt, die Projektion, die Erwartung also, während für Deutschland die Erwartung angehoben wurde. Also Deutschland steht wieder besser da als Italien. Die Schwachen werden noch schwächer in solchen Krisen. Die Starken verkraften diese ganze Geschichte doch deutlich besser. Die Fliehkräfte in der Eurozone werden dadurch nicht geringer, kann man sagen. Deswegen ja die Bemühung der EU, hier durch Fonds eben die Südländer zu retten. Das kann man gut finden oder nicht, aber es ist sozusagen vielleicht die einzige Möglichkeit, die Geschichte zusammenzuhalten, wenn man sie zusammenhalten will. Und abschließend, die Deutsche Bank tut sich wieder hervor. Jetzt muss sie Millionenstrafe, nämlich 150 Millionen zahlen, weil man Beziehungen zu Epstein hatte, diesem etwas unsympathischen Typen, der junge Mädchen ja vor allem vergewaltigt oder sexuell gezwungen hatte zu einigen Dingen. Jedenfalls hat man da bestimmte Zahlungen einfach durchgewinkt, obwohl die schon damals verdächtig waren, plus dieser Geldwäsche-Skandal der Danske Bank, wo die Deutsche Bank praktisch als Konsortialbank indirekt mitgewirkt hat, 150 Millionen
Dollar, also ein Schnäppchen. Man kann mal die Frage stellen, gibt es einen Skandal, Finanzskandal, wo die Deutsche Bank nicht dabei ist? Also mir fällt jetzt in dem Moment keiner ein, vielleicht Ihnen ja. Aber jetzt schauen wir uns die Charts an und gucken mal, was da so der Fall ist. Was wir hier sehen, ist der Nasdaq. Hier sehen wir Nasdaq 100 Charts von Capital.com, meine Damen und Herren. Hier sehen wir, wir sind punktgenau auf die 1700er Marke gelaufen. Dann war erst einmal Schluss im Karton, sind hier ein bisschen runter. Hier der Chart auf 30-Minuten-Basis. Alle Indizes, die ich jetzt zeige, auf 30-Minuten-Basis. S&P 500, 3173 und der DAX heute schwächer. Der ist bei 12.613, hat heute nicht viel gezeigt, aber ist heute Morgen eben nach unten gegangen. Gold, höchster Stand seit November 2011, jetzt direkt an der 1800er Marke schon kratzend. Wir sehen, dass Crude Oil sich hier hält bei $40.77 und interessant auch hier eben mal der FTSE China A50, also praktisch die 50 größten, ein Index der 50 größten chinesischen Werte. Und wir sehen, ab Juli geht plötzlich hier eine parabolische Kurve nach oben, könnte man sagen. Sieht aus wie eine Viagra-Werbung. Also wenn mir jemand sagen würde, mach einmal eine Viagra-Werbung, dann würde ich diesen Chart hier zeigen und sagen, das ist Viagra für Chinesen. Und das ist sozusagen das, was hier zu beobachten ist. Dieser Kampf eben, der hinter den Kulissen stattfindet, der Kampf um Kapital, die Chinesen leiden unter abgezogenem Kapital und sie müssen jetzt versuchen, eben dieses Kapital wieder zu repatriieren, das reiche Chinesen im Ausland haben. Die versuchen sich zu schützen, die Hongkonger wissen, wovon sie sprechen. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Feierabend. Morgen gibt es nochmal das volle Programm, also Videoausblick und Markeflüster. Am Donnerstag dann nur ein Videoausblick, aber kein Markeflüster, weil ich dann gut eine Woche im Urlaub bin. Jetzt wünsche ich das Allerbeste und sage Servus und Ciao.